Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall und ich bin unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und als solcher wurde ich gefragt, ob ich für Jungle Drum Radio ein Interview mit Börsenfachkraft Michael Mross führen könnte. Dachte ich mir, natürlich kann ich das machen und so habe ich denn vor einiger Zeit dahingehend den Kontakt aufgenommen und heute ist es denn soweit, ich bin jetzt in Berlin mit Michael Mross verbunden. Hallo Michael. Ja, einen wunderschönen guten Abend aus dem tropisch heißen Berlin. Ja, im Ruhrgebiet ist es heute auch sehr heiß. Davon abgesehen, wie geht's, wie steht's? Naja Gott, ich meine die Hitze und das schöne Wetter, das finde ich ganz, ganz toll. Das lässt Berlin in einem etwas besseren Licht erscheinen. Ja, und die große Frage ist natürlich, die immer wieder an mich, an uns und so weiter herangetragen wird. Wo stehen wir denn jetzt hier mit dem Geldsystem, die Eurokrise, Finanzkrise, Schuldenkrise? Manch einer hat ja hier schon ziemlich früh den Zusammenbruch erwartet, der ist noch gar nicht da. Manch einer blickt hämisch in die Zukunft und sagt, hier, siehst du, es passiert sowieso nichts. Es geht immer endlos so weiter. Das stimmt natürlich nicht. All die Eruptionen und Detonationen, die wir im Weltfinanzsystem hören, spüren, sei es Debt Ceiling, also Schuldenlimit in den USA oder die Eurokrise, aber auch Japan beispielsweise, das sind alles Symptome eines Geldsystems, das ins Straucheln geraten ist. Das heißt also, wir befinden uns in der Endphase dieses Systems. Das wollen natürlich die meisten Leute nicht wahrhaben. Und es ist auch schwierig, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Es wäre ja viel schöner, wenn alles weiter so laufen würde, unendlich weiter so laufen würde. Aber ich meine, die Menschen, die das Geldsystem kennen, die sich schon damit beschäftigt haben, wissen, das geht nicht. Alles ist irgendwann endlich. Jedes Spiel ist irgendwann aus. Und das Geldsystem wird zerbrechen. Die Faktoren liegen schon auf dem Tisch. Die Zinsen sind bei Null, die Schulden steigen auf unendlich. Man muss sich wundern, dass sich angesichts dieser Situation die Menschen das Geld immer noch als Tauschmittel akzeptieren. Denn ich meine, wenn es auf dieses Geld keine Zinsen mehr gibt, dann ist es ja eigentlich schon wertlos. Nun gut, es dauert natürlich eine Weile, bis der Mann auf der Straße das kapiert. Und das System selber hat natürlich auch große Überlebenskräfte. Es will ja eigentlich keiner, dass es zerbricht. Aber wenn wir die Fakten uns angucken, dann ist es schon längst zerbrochen. Und dreimal stand es schon vor dem Totalzusammenbruch. Das hat 2009 die EZB zugegeben. Das hat 2008 die FED zugegeben. Nur mit Mühe und Not und ganz viel Geld und Tricks und Lug und Trug hat man das nochmal zusammengehalten, ging es nochmal weiter. Aber eines steht fest, die nächste große Detonation erfolgt. Die nächste große Explosion kommt. Woher, weiß man nicht genau, aber sie ist programmiert und manch einer befürchtet, dass es eben jetzt schon im Herbst bald soweit sein wird. Jetzt sagtest du, dass sich ja viele Menschen auch sträuben, den Tatsachen vielleicht ins Auge zu sehen. Kannst du das vielleicht auch einmal persönlich reflektieren? Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu der Annahme, dass da ein Crash tatsächlich kommen wird? Ich weiß noch, wie ich 2008 an der Börse stand und plötzlich dieser Börsencrash stattfand, beziehungsweise 2007 fing es ja schon an mit der IKB und die ganze Krise eben hochkochte und wir standen alle wie der Ochs vorm Berg und haben gesagt, was ist denn jetzt hier los? Und keiner hat so richtig verstanden, was eigentlich los war. Und hier und da kamen ein paar Leute und sagten, ja, das Geldsystem und das Zinseszinssystem, habe ich gesagt, ihr seid doch alles Spinner. Geld ist Geld, Schulden ist Schulden. Ich habe das als was Getrenntes betrachtet und habe also einen langen, auch steinigen, auch schmerzvollen Weg der Erkenntnis beschritten, festzustellen, dass es eigentlich gar kein Geld gibt. Es gibt nämlich nur Schulden. Oder besser gesagt, Geld ist gleich Schuld. Wer das mal verstanden hat, der kommt also den Ursachen der Krise schon ein wenig näher. Und als ich mich dann also über einen Prozess von 1-2 Jahren mit dieser Sache beschäftigt hatte, fiel es mir dann auch wie Schuppen von den Augen. Wir sind in der Endphase eines Systems und wir werden natürlich nicht erleben, dass es linear zusammenbricht, also sprich jeden Tag ein bisschen weniger, sondern es gibt hier eine Detonation, da eine Detonation, hier eine Bankenpleite, da ein Euroland, das kaputt und bankrott geht. In Zukunft werden Banken, große Banken, ebenfalls bankrott gehen, sind sie ja im Prinzip jetzt schon. Also wenn man sich in Frankfurt unterhält mit den Leuten über die Situation bei den Banken, da kriegt man also wirklich, da stehen einem die Haare zu Berge. Was man sagen kann, es wird nicht besser, sondern es wird schlechter.
Das muss man erkennen. Und wenn man die Ursachen und die Zusammenhänge, die eben in einem zinsbasierten Geldsystem inhärent sind, versteht, dann ist das etwa gleichzusetzen mit dem Verlust des Glaubens an den Weihnachtsmann. Ich erinnere mich noch, als ich 6 Jahre alt war oder 5 und meine Mutter mir sagte, den Weihnachtsmann, den gibt es gar nicht. Da ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil ich so fest daran geglaubt hatte. Und ähnlich ist es mit dem Geldsystem. Dieses Geld, das wir kennen, das gibt es gar nicht. Das ist eine reine Illusion. Es funktioniert nur so lange, wie alle dran glauben und nicht dran rütteln. Aber die Rüttelkräfte werden eben immer stärker. Und es ist schon erstaunlich, dass angesichts der vielen Krisen, der vielen Bankpleiten, die wir in den USA beispielsweise hatten, da sind ja jetzt fast 500 Banken pleite gegangen zwischendurch, mittlerweile auch die größten. Also wenn mir das jemand vor 5 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, dann ist das System zusammengebrochen. Aber es ist es nicht. Wir sehen ja, es funktioniert noch. Es liegt daran, dass der Mann auf der Straße eben dieses Geld als Tauschmittel ansieht und auch diesen unerschütterlichen Glauben hat, dass das Geld einen abstrakten Wert an sich beinhaltet. Das ist ja die Grundlage dieser Illusion. Man glaubt, der Euroschein an sich hat einen Wert. Und nur vor diesem Glauben lebt dieses System. Blickt man hinein, sieht man, dass er eigentlich völlig wertlos ist. Nur die Wirtschaftssubjekte diesen Wert darin erkennen und meinen, sie könnten damit was kaufen. Können sie auch. Sie können noch zum Kiosk gehen, sie können sich ein Haus kaufen oder eine Flasche Wein. Aber dieser Glaube wird eben auf der Zeitachse irgendwann aufgelöst, wird aufgeweicht. Man merkt es ja auch im Moment bei den Leuten, die eben vom Geldsystem keine Ahnung haben. Also viele meiner Freunde, Börsenfreunde in Frankfurt haben auch keine Ahnung vom Geldsystem. Aber sie sehen natürlich, dass das System an sich aufgrund der vielen Schulden und der Spannungen bei den Banken, dass das System an sich in einem ganz, ganz großen Stress ist. Und was die jetzt glauben, ist Folgendes. Sie meinen, also, dass es da zu einem Crash kommen muss, ist ganz klar. Sie sprechen von einer Bereinigung. Ja? Und als Geldsystemkenner weiß man, dass es keine Bereinigung geben kann. Unser System ist auf Wachstum ausgelegt. Wenn wir einen Rückgang des Wachstums haben, wenn wir eine Deflation haben, wenn irgendetwas weniger wird, bricht dieses System unter der Schuldenlast in sich zusammen und es ist dann auch nicht mehr steuerbar. Und das ist eben das, was die meisten Leute nicht sehen. Die denken sich, gut, wir gehen jetzt durch 2, 3 Jahre Krise und dann ist die Sache wieder okay. Das wird sie leider nicht sein, weil zwischendurch dann alle Banken pleite sind. Dann werden die Leute sagen, feststellen, dass sie ihr Geld nicht mehr von der Bank kriegen. In der Zwischenzeit wird man vielleicht versuchen, diese Banken alle zu verstaatlichen. Und darauf lege ich ganz großen Wert. Dieser Zeitpunkt wird kommen. Alle, die meisten, ja fast alle Banken der Welt werden verstaatlicht werden in einem letzten Versuch, dieses System aufrechtzuerhalten, weil die Banken selber eben alle kaputt sind. Sie kriegen kein Eigenkapital mehr, sie können sich nicht mehr refinanzieren und überhaupt das Vertrauen in die Banken im Allgemeinen dahinschwindet. Denn die sitzen auf Billionen und Aberbillionen Schulden. Übrigens, diese Schulden ist ja auf der anderen Seite das Geld, das im Umlauf ist. Und diese Schulden sind halt in ihren Ratings und Kreditwürdigkeit sinken immer mehr auf Null und damit ist das Spiel dann irgendwann aus. Wenn nun gesagt wird, da kommt ein Zusammenbruch, bisweilen kann man den Eindruck haben, erstens, daraus lässt sich ein gutes Geschäft machen. Aus der Zusammenbruchsprophetie. Da möchte ich aber gar nicht mal unbedingt drauf eingehen, sondern sag mal, wie stellst du dir das vor, wie das dann zum Beispiel bei dir in Berlin aussieht oder bei mir hier im Ruhrgebiet? Ja, ich meine, auch an M-News und mir wird ja oft vorgeworfen, dass wir also von dieser Angstmacherei profitieren würden. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Aber die Leute hören eben auch ungern negative Botschaften. Es wäre ja viel schöner, wenn man irgendwie den Leuten sagen könnte, überhaupt kein Problem, es läuft alles so weiter wie bisher und es wird sogar noch besser. Aber wenn das nach meinen Erkenntnissen nicht der Fall ist, dann halte ich mich auch für verpflichtet, da weiter zu bohren und so. Ja, also ich meine, ich glaube, dass aktuell noch keine akute Gefahr wohl besteht, dass das System zusammenbricht, wobei ich auch nicht ausschließen möchte, dass sowas über Nacht passiert. Völlig ausgeschlossen halte ich
dass es sich irgendwie ankündigt, dass es in einer Woche oder in einem Monat oder in einem halben Jahr zusammenbricht. Es wird zusammenbrechen über Nacht und zwar ohne Anlaufzeit. Aber aktuell, glaube ich, ist es noch nicht so weit. Die Spannungen im System sind zwar da, aber sie sind noch irgendwie überbrückbar und übertünchbar. Und zur Not springt dann eben die Notenbank ein, was ja überall passiert und so weiter. Ja, aber was ich jetzt meinte, war mir so, denkst du, dass die Leute da einen Tobsuchtsanfall bekommen werden und sich Sündenböcke suchen? Und welche Szenarien stellst du dir vor? Was wird dann auf unseren Straßen los sein? Ja, also wenn das System zusammenbricht, dann möchte ich lieber nicht in einer Großstadt sein. Denn wenn die Leute den Glauben an den Weihnachtsmann verlieren, sprich also, dass sie feststellen, dass das Geld, das sie bei der Bank haben, gar nicht mehr da ist, oder zumindest, dass sie nicht darüber verfügen können, oder dass es noch da ist, aber wertlos ist, dann möchte ich lieber nicht auf der Straße sein. Und das ist eben genau das Problem, das wir haben. Mit den zunehmenden Stresssituationen im Finanzsystem, und wir sind da ja gerade erst am Anfang, steigt natürlich auch die Spannung auf der Straße. Das sehen wir auch beim arabischen Frühling. Der Auslöser des arabischen Frühlings waren meines Erachtens keineswegs irgendwelche politischen Geschichten, sondern das war der Stress in der Petrischale. In diesem Fall ist es so, dass wir durch Inflation bei den Leuten Stress ausgelöst haben, die eben nur 100 Euro im Monat haben. Und wenn da irgendwie das Brot und die Butter oder was sie da haben, Margarine und Öl, 30% teurer werden, dann hungern sie. Und das ist das Problem, das wir haben. Und ich glaube, dass wenn der Stress hier weitergeht und wir hier sogar von einem Riss in dem System fürchten müssen, dass dann also jeder gegen jeden kämpfen wird, dass wir so eine Art Anarchie haben werden. Und im Vorfeld dieser Stresssituation natürlich viele Schuldige gesucht werden. Man muss sich ja mal vorstellen, die Menschen sehen nur, das Geld ist weg oder Inflation oder Hyperinflation oder totale Deflation. Sie sehen, die kennen ja das System nicht. Also suchen sie sich einfache Schuldige. Das sind natürlich erstens diejenigen, die am Ende des Systems noch in Rang und Namen sind, also Politiker, Banker, EZB-Chefs und so weiter. Aber dann natürlich ist man auch versucht, für Stresssituationen andere Schuldige zu finden, beispielsweise Ausländer oder sonst was. Wenn es den Leuten schlecht geht, finden sie schnell irgendeine eine dumme Ausrede, um irgendeine Bevölkerungsgruppe beispielsweise die Last, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und das könnte meines Erachtens noch ganz, ganz, ganz schwierig werden. Und das sehen natürlich auch, glaube ich, diejenigen, die das Geldsystem verstehen, und deshalb versuchen sie es auch bis in die letzte Sekunde zu retten. Aber ich vergleiche das Geldsystem auch immer mit einer Droge. Ja? Am Anfang ist es wunderbar, wenn man eine Droge nimmt, dann wird alles ein bisschen bunter, alles ein bisschen schöner. Das Problem ist, dass man auf der Zeitachse immer mehr von der Droge braucht, um noch das gleiche Gefühl zu erzeugen. Und am Ende ist es so, dass man so viel Drogen hineinpumpen kann in den Körper, wie man nur will. Entweder stirbt der Körper dann oder er gibt auf oder explodiert oder das Zeug wirkt nicht mehr. Und genauso ist es mit dem Geld, also und dem zinsbasierten Geldsystem. Es funktioniert wunderbar am Anfang. Wir kreieren eine wunderschöne, bunte Welt mit Flatscreens und Konsumprodukten und was weiß ich, was noch, was die Leute alle wichtig finden. Problem ist eben nur, wir brauchen immer ein bisschen mehr Geld. Und wenn das ins Stocken gerät oder umgedreht, wenn dieses Geld nicht mehr akzeptiert wird, weil das Vertrauen in es verloren gegangen ist, dann haben wir ein Problem. Und dann bricht eben auch dieses gesamte System zusammen. Da möchte ich dann jetzt einmal einhaken und eine Zuhörerfrage einbinden. Und zwar wirst du hier gefragt, ich würde gerne fragen, was Sie den Leuten in Deutschland raten, zu studieren, zu erlernen, im Hinblick auf eventuell veränderte Volkswirtschaft nach dem Neustart-Crash. Also mein Rat ist immer, dass man erstmal nach den eigenen Fähigkeiten und nach der eigenen Lust gehen soll. Man muss feststellen, was man im Leben wirklich will. Man muss erstmal eine Phase haben, wo man eine Vision erträumt, was man auf diesem Planeten eigentlich alles so anstellen möchte. Und es ist ganz wichtig, dass man sich dabei nicht von irgendwelchen fremden Einflüssen beeinflussen lässt, von Eltern, von Gesellschaft, auch von Gelderwerb oder was weiß ich was. Die erste und wichtigste Frage ist, was möchte ich eigentlich und woran habe ich Spaß?
Wenn es so ist, dass man also diesen Bereich auch studieren kann, findet sich sicherlich ein Weg, an einer Uni oder sonst wo auch da mehr Wissen anzuhäufen. Oft ist es aber so, dass man manche Dinge gar nicht studieren kann. Dann muss man eben ein privates Studium machen und sich die Dinge selbst aneignen, also durch Internet und sonst was. Wichtig ist, dass man einen geistigen Prozess durchmacht, in dem das eigene Ego im Vordergrund steht, das eigene Leben, das so einzigartig ist, bei dem es nicht zwei Versuche gibt und wo man eben selbst auch dieses Experiment wagt und nicht irgendetwas macht, nur des Geldes wegen, irgendetwas macht, weil die Eltern es so wollen oder irgendetwas macht, weil die Gesellschaft es will. Niemand weiß, was nach einem möglichen Zusammenbruch im Geldsystem, wie die Welt dann aussehen wird. Aber das Wichtigste ist, dass man sich, und das sage ich immer, wenn man kurz vor dem Tod ist, dass man sagen kann, das, was ich bis jetzt gemacht habe, war alles richtig, da gibt es nichts zu verändern. Ich bin ja gerne ein Vielflieger, ich fliege oft um die Welt, wie manche MM-Newsleser auch mitbekommen. Und dann sage ich immer, wenn man jetzt in so einem Flugzeug abstürzt und noch 3 Minuten hat und in diesen 3 Minuten feststellt, dass man irgendwie lieber das noch gemacht hätte oder irgendetwas anderes noch gemacht hätte oder sein Leben überhaupt ganz umkrempeln würde, dann hat man alles falsch gemacht. Man muss, bis auf wenige Ausnahmen sicherlich, immer mit sich im Reinen sein und sagen, wenn ich morgen sterbe oder wenn ich heute sterbe, dann hätte ich mein Leben gar nicht verändern können, weil ich habe immer die Dinge so gemacht, wie ich sie haben wollte und wie sie sein sollten. Es war vielleicht aus Sicht der Gesellschaft nicht kein erfolgreiches Leben, aber es war aus meiner Sicht ein erfülltes Leben. So habe ich beispielsweise großen Respekt, wenn irgendwelche Leute künstlerisch tätig sind und damit praktisch gar kein Geld verdienen, irgendwelche Maler, Musiker oder sonstige Dinge. Auch Philosophen, Menschen, die Bücher schreiben und so weiter. Ja, aber da also, kann ich mal einhaken. Es war immer mein großer Traum und ich habe da sehr, sehr viel Zeit, Energie und was weiß ich nicht alles rein investiert, ein guter Schriftsteller zu werden. Ich bin ein Kind der Arbeiterklasse. Das wirst du selten antreffen, dass ein Kind der Arbeiterklasse ein Schriftsteller wird. Das ist Sache der Mittelschicht und der Oberschicht. Weil die haben das Geld. Du musst dir das leisten können. Und das kann ich nicht. Und insofern verkümmert jetzt mein Talent. Also das ist eine Killerphrase und das ist ein negatives Karma, von dem ich dir nur ganz dringend abraten kann. Nach Durchsicht aller wichtigen Lebensläufe, die ich so studiert habe, Nobelpreisträger und so weiter, gibt es keine klare Linie, dass die, die schlau sind und die, die nach oben gekommen sind, auch Schriftsteller nicht, dass die also aus der Mittelschicht oder aus den reichen Haushalten stammen. Ja, wichtig, das nenne ich mal Marcel Proust. Also jeder hat eine Chance und diese Chance ist also auch von Zufällen abhängig. Wenn man aber nicht selbst an sich glaubt, wenn man es sich selbst nicht wünscht und an seiner persönlichen Vision festhält und vor allen Dingen, wenn man immer andere für sein Versagen verantwortlich macht, dann wird es natürlich nie was. Man muss an sich glauben und wenn ich mein Leben so sehe, bei mir ist wirklich alles eingetreten, was ich mir gewünscht habe und ich komme auch aus der Gosse, ähnlich wie du. Ich hatte keine reichen Eltern und bin früher auch manipuliert worden und sollte auch eine Ausbildung machen und was weiß ich was alles. Also es hat was Esoterisches an sich, wie man dann später dasteht und ob man für sich genommen Erfolg hat. Man darf aber auf keinen Fall aufgeben. Man muss an seiner Vision bis zum Schluss festhalten, auch wenn sie vielleicht gesellschaftlich gesehen nicht aufgeht. Manche Schriftsteller werden ja auch erst posthum berühmt. Das will ich von dir jetzt nicht hoffen, Lars. Aber ich bin der Meinung, dass du hervorragend schreibst und dass du großes Potenzial hast. Und so sollte also jeder für sich auch feststellen, was er für Potenzial hat. Und das ist das Allerwichtigste im Leben. Ja, reden wir nicht über mich, aber ich will auch gar nicht sagen, dass ich sonderlich unglücklich bin. Eine Frage besteht, als Alternative käme vielleicht zu dem derzeitigen bestehenden System das Freigeld in Frage. Was möchtest du dazu sagen? Ja, es gibt ja verschiedene Theorien, wie ein besseres Geldsystem aussehen kann. Über den monetative Goldstandard, Freigeld, fließendes Geld und was weiß ich was alles. Allen gemeinsam ist folgender Punkt. Man kann in dem jetzigen System nicht einfach irgendwie einen Brocken rausziehen und das durch irgendetwas ersetzen, ohne dass es zum völligen Zusammenbruch des jetzigen Systems kommt. Insofern ist also meines Erachtens es naiv anzunehmen, dass man dieses Geldsystem, so wie wir es kennen, einfach durch ein irgendwie anders geartetes System ersetzen können. Das muss man sich erstmal vor Augen halten. Also diesen Stress auf der Straße und die Anarchie, die in der Zwischenzeit ausbricht, die möchte ich nicht erleben.
Ist das System mal zusammengebrochen, muss man sich natürlich überlegen, was man macht. Also ich stehe auf dem Standpunkt, wenn wir jetzt also den Goldstandard gehabt hätten die ganze Zeit oder irgendein anderes tauschbasiertes System, dann würden bestimmt ganz schlaue Leute auf den Plan kommen und sagen, Moment mal, das ist doch alles sehr behäbig und sehr schwierig. Wir machen jetzt hier so ein Geldsystem, das funktioniert doch viel besser. Und alle Leute würden drauf reinfallen. Also verstehst du, was ich meine? Also weil es ist ja eigentlich zu verführerisch, es so zu machen. Und es ist ja auch lange Zeit gut gegangen. Nur am Ende zahlt man halt die Zeche. Ich glaube, ich sehe es spieltheoretisch. Aber warte mal, da kommen wir gleich drauf zurück. Aber wo du das gerade gesagt hast, wäre denn jetzt zum Beispiel für dich eine Rückkehr zum Goldstandard eine Lösung? Nö. Eben. Also ich finde Gold natürlich wichtig, um sein persönliches Vermögen aus dem Papiergeld-Imperium zu retten. Und es ist auch wunderbar, dass man also die bunten Scheinchen noch in Edelmetalle tauschen kann. Aber ich habe irgendwie keine richtige Erkenntnis darüber, vielleicht kann mich ja jemand belehren, wie ein goldbasiertes Geldsystem auf einem Planeten mit 7 Milliarden Menschen funktionieren soll. Ich bin ja nun auch oft in der dritten Welt unterwegs und so weiter. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Da fehlt mir die Vorstellungskraft. Ja, aber du hattest gerade von dem spieltheoretischen Ansatz gesprochen. Ja, also mir gefällt die Idee ganz gut, dass alles irgendwann ein Ende hat. Ja? Und wenn wir dieses Geldsystem, so wie wir es haben, und die Welt, so wie wir sie kennen, spieletheoretisch betrachten, so kann man viele Analogien zum Monopoly-Spiel beispielsweise bringen, aber auch zum Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel. Man stellt sich folgenden Sachverhalt vor. Wir haben 10 Spielteilnehmer. Es gibt kein zinsbasiertes Geldsystem, so wie wir es kennen, sondern die beiden haben nur 2 Neo-Euros, sage ich mal. Jeder hat von den 10 Spielteilnehmern 2 Neo-Euros. So, jetzt dürfen sie würfeln, das Spiel geht los. Unter bestimmten Prämissen dürfen sie also Tauschhandel eingehen, dürfen Dinge erstellen und so weiter. Das Ziel ist es, das Geld anzuhäufen. Was passiert im Verlauf des Spiels? Ähnlich wie bei Mensch ärgere dich nicht. Der eine geht dreimal über los und der andere landet im Gefängnis. Den einen treffen persönliche Schicksalsschläge oder sonst was. Das heißt also, im Verlauf des Spieles wird es auch in einem nicht zinsbasierten Geldsystem dazu führen, dass einige Individuen das Geld anhäufen. Die Knöpfe, die Steine, das Gold, das Silber oder sonst irgendwas. Es geht gar nicht anders. Also die Vorstellung, dass diese Prozesse der Akkumulation des Kapitals und auch der Disparität des Kapitals, sprich also Reiche werden immer reicher, Arme werden immer reicher, immer ärmer, dass das durch ein anderes System unterbunden wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Sondern auf der Zeitachse im Verlauf des Spiels wird es immer so sein, dass also durch Zufälle, glückliche Umstände, Können, Intelligenz oder sonstige Einflüsse der eine ein bisschen mehr anhäuft als der andere. Hat der eine dann eine bestimmte Schwelle überschritten, kann ihm nie wieder etwas zustoßen. Hat der andere, der Ärmere, eine gewisse Schwelle unterschritten, wird es für ihn fast unmöglich, den Gewinner wieder einzuholen. Am Ende, the winner takes it all. Es ist ähnlich wie beim Monopoly-Spiel. Alle haben am Anfang die gleichen Karten, alle haben am Anfang das gleiche Geld, die gleichen Voraussetzungen. Nur am Ende hat eben jemand die Schlossallee mit 3 Hotels drauf. Und dann hat derjenige, der die Turmstraße hat, keine Chancen mehr, den einzuholen. Und so ähnlich ist es eben auch jetzt im Leben. Die Milliardäre, die wir kennen, es ist ja so, dass also ein Großteil des Geldes in der Hand von nur wenigen sind. Ich habe die aktuellen Zahlen jetzt nicht parat, aber es ist schon also interessant, wie sich das alles verhält. Und dieses Spiel geht eben weiter. Das heißt also, die Reichen werden reicher, es sei denn, sie machen irgendeinen Fehler, so wie dieser Batista in Brasilien, der gerade 20 Milliarden verzockt hat. Aber in der Regel passiert einem, wenn man mal eine Milliarde hat oder ein paar Millionen, nicht mehr viel. Und das ist eben genau das, man kann also die Analogie des reinen Spieles eben auch auf das Spiel, das wir hier in der Realität treiben, übertragen. Da möchte ich auch noch etwas zu sagen. Also selbst wenn es jemals ein neues Geldsystem geben sollte, das, was ja gekauft worden ist mit dem derzeitigen Geldsystem, dieser Besitz, der wechselt ja praktisch nicht. Also ist ja auch eine Sache der Macht, möchte ich mal sagen. Die wechselt doch eigentlich nicht, oder? Ja, aber das ist ja gerade die Geschichte oder das ist ja gerade die Spielregel, dass der Reiche seine Knete nicht mehr hergibt.
dass er also im Verlauf des Spiels reicher wird und damit auch mächtiger wird. Ja, das erleben wir in der Realität genauso wie beim Monopoly-Spiel. Und in der Realität ist es natürlich dann auch so, kommt noch hinzu, dass der Reiche am Ende natürlich auch die Gesetze macht. Ja? Also beispielsweise Bankenrettung, Pipapo, was alles vom Steuerzahler bezahlt werden muss. Aber auch hier nochmal die Frage, ich glaube nicht, wenn dieses System zusammenbricht, dass es irgendjemandem auf diesem Planeten besser geht. Ich glaube, dass alle Verlierer sind. Und all jene, die also den Zusammenbruch des Systems herbeisehnen, weil sie sich zum Beispiel selber als Verlierer in diesem System sehen, werden also wahrscheinlich sehr negativ überrascht sein, sollte es denn mal zusammenbrechen. Denn auch denen wird es also schlechter gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass also dann noch Hartz IV-Beträge gezahlt werden können oder Sozialgeschichten bezahlt werden, denn das ist ja alles... Der Staat, es wird ja vom Staat alles nur noch über Schulden finanziert. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wir werden es erleben. Dann zur nächsten Frage, welche sich wie folgt äußert. Ist die Geldschöpfung aus dem Nichts bzw. aus dünner Luft nicht in der gleichen Liga einzuordnen, dem man der Mafia zuordnen würde, wenn diese mit ihrem Falschgeld in den, sozusagen Falschgeld in den Umlauf bringt? Sollte diese Frage bejaht werden, wie hoch ist der prozentuale Anteil an Falschgeld einzuordnen, mit dem die Weltfinanzmärkte bereits mit diesem Falschgeld kontaminiert sind? Die Frage ist so ein bisschen abstrus. Also, was heißt Falschgeld? Das ganze Geld ist eine Illusion. Ob man es jetzt Falschgeld nennt oder Geld oder Schein. Das heißt ja nicht umsonst Geldschein, weil es scheint ja nur so, dass es was wert ist. Die Frage ist, daran zu knüpfen, ob die Wirtschaftsobjekte diesen Anschein glauben. Und Geldschöpfung aus dem Nichts. Ich meine, wie ich eben schon sagte, hätte man dieses System nicht, würden bestimmt ein paar schlaue Leute auf die Idee kommen, es zu machen, weil es ja am Anfang so lustig ist und so schön funktioniert und so eine bunte Welt zaubert, die Welt, die wir alle kennen. Aber am Ende ist natürlich der Entzug stark und am Ende wird es auch zusammenbrechen. Also Mafia oder Falschgeld oder Scheingeld, ich meine, das ganze System beruht auf einer Illusion. Und es ist natürlich auch voller Moral Hazard, weil diejenigen, die sich da so ein bisschen auskennen, namentlich eben auch die Banker, die wissen eben, wie man das macht. Ja, das soll ich jetzt vielleicht doch erklären. Moral Hazard heißt, ich gehe Risiken ein in der Annahme der Berechtigten, dass ich rausgehauen werde, wenn es schief geht. Genau, ich mache irgendetwas, wenn ich gewinne, nehme ich den Gewinn mit und ja, wenn es schief geht, muss es jemand anders zahlen. Und das haben wir ja beispielsweise bei den Banken. Ja? Also ich meine, wenn man beispielsweise bei der Deutschen Bank sieht, dieser Bittner, der also 200 Millionen Bonus kassiert für seine Tätigkeit bei der Deutschen Bank. Gut, es war vertraglich so vereinbart. Ja? Aber ich meine, was hat der Typ gemacht? Er hat alles auf eine Karte gesetzt und hat wahnsinnig viel Geld gemacht. Natürlich hat die Bank mitgewonnen und hat dann also seinen Bonus kassiert. Das ist natürlich komplett amoralisch. Aber so funktioniert offenbar das ganze System. Dann fragt Hirzi, die FED finanziert bekanntlich in erheblichem Umfang das US-Haushaltsdefizit durch den massiven Ankauf von Staatsanleihen und druckt damit Geld. Was würde passieren, wenn die USA als Staat diesen von der FED finanzierten Anteil stornieren bzw. die Forderung für nichtig erklären würden? Die FED als Gläubiger wäre von heute auf morgen pleite. Aber wo wäre das Problem? Man könnte sagen, dann ist die FED eben bankrott und man gründet eine neue Zentralbank. Ein solcher Schuldenschnitt wäre doch erst richtig problematisch und hätte weitergehende Konsequenzen, wenn private Gläubiger oder andere Staaten, wie zum Beispiel Japaner, betroffen wären, oder? Ja, also dieser Mensch oder dieser Mann, Frau, hat keine Ahnung von Geldsystemen. Also man muss sich das Treiben der FED mal bei Licht betrachten. 95% der Gewinne, die die FED macht, fließen ja an den Staat zurück. Das heißt also, was dort läuft, ist nichts anderes als Inzucht. Die Zinsen sind auf Rekord niedrig. Ja? Also wir sind irgendwie bei den amerikanischen Bonds 10 Jahre bei 1,6 oder 1,8%, waren schon bei 1,4. Wo ist denn da der Unterschied, ob der Staat das Geld jetzt selbst druckt oder ob die FED es druckt? Das ist ja letzten Endes egal. Aber hinzu kommt ja noch,
die Zinsen, die die Fed kassiert, die zahlt sie ja zu 95% wieder an den Staat zurück. Insofern muss man sehen, wie diese Kreisläufe sind. Und natürlich kann man sagen, also wir akzeptieren das jetzt nicht mehr, dass die Fed das so macht und wir lassen die Fed pleite gehen. Wenn die Fed aber dann pleite ist, dann bricht das Geldsystem zusammen und das will offenbar keiner. Ja, und das sind ja auch dann, also andere Staaten sind ja davon betroffen, die sozusagen in Staatsanleihen der Amerikaner investiert haben. Natürlich sind andere Staaten betroffen. Also ich meine, wenn man aber jetzt die Anleihen sofort annulliert, mehr oder weniger, ja, und sagt, die werden jetzt wertlos, so Argentinien-mäßig, dann hat man natürlich verspielt. Das ist doch klar. Also insofern muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn man das Spiel weitergehen lassen will, dann muss man so handeln, wie wir es jetzt sehen. Und ich meine, ob man jetzt für die Anleihen 1,5% oder 3% zahlt, ist sowieso egal, weil der Staat kann unendlich viele Schulden machen. Der kann auch noch Billionen Schulden machen. Hat er ja schon gemacht. Die Frage ist nur, ob irgendjemand mal auf der Straße auf die Idee kommt, Moment mal, können die das überhaupt zurückzahlen? Verstehst du? Also ob da jetzt eine Fed oder eine Zentralbank noch dazwischen geschaltet ist, ist unterm Strich egal. Also ich meine, auch die EZB will ja jetzt von Griechenland oder von diesen Südeuropäern die Anleihen ankaufen. Natürlich nimmt sie dafür einen Zins, aber natürlich wird eben das, was die EZB an Gewinn macht, abzüglich ihrer Kosten, auch wieder an die Staaten zurückgezahlt. Diese inzüchtige Rückkopplung, die hat noch gar keiner richtig kapiert. Man sagt immer, ja, die EZB mit ihren Zins oder mit ihren Bonds ankaufen oder die Fed oder auch eben die Bank of England, die hat ja mittlerweile 40% des Pleitestaats UK aufgekauft an Bonds. Ja, also ich meine, dass das die Zentralbanken überhaupt machen, ist ein wahnsinnig großes Alarmsignal. Das sieht die Welt aber offenbar nicht. Die sagen, ja fein, die kaufen die Staatsbonds. Auch jetzt wieder der IW-Chef Hütter und was weiß ich, bei uns einige Ökonomen in Deutschland sagen, es ist doch toll, wenn die EZB diese Sachen kauft. Aber was heißt das denn im Umkehrschluss? Das heißt im Umkehrschluss, dass diese Anleihen am wirklichen Kapitalmarkt nicht mehr platziert werden können. Das heißt im Umkehrschluss, dieses System ist pleite. Und es wird nur noch mit dünner Luft am Laufen gehalten, weil irgendwelche komischen Notenbanken den Mist ankaufen. Also, dass man das noch nicht kapiert hat, das ist für mich einer der größten Rätsel der Geldgeschichte. Nicht die Tatsache, dass die böse Fed oder die böse EZB diese Sachen nun ankauft oder nicht. Gut, Michael, darüber werden wir jetzt nachdenken, während wir ein wenig Musik hören. Und damit sage ich, Jan, bitte Musik ab. Musik ist aus und wir sind immer noch da auf Jungle Drum Radio zusammen mit Michael Moss in Berlin. Michael, jetzt kommen wir mal auf eine Frage zu sprechen, die ein wenig mit deiner Erfahrung zu tun hat als Journalist. Und zwar würde ich von Michael Moss als ehemaliger Börsenberichterstatter gerne wissen, wie hoch er den Anteil an gepflegten, seriösen Journalismus in den Leitmedien einschätzt, der auf harten Fakten beruht, und wie hoch der Anteil seiner Einschätzung nach ist, den man als reine Rufberichterstattung bezeichnen würde. Tja, also ich meine, ich kann dazu nur sagen, höchstens 3%, was man liest, ist wirklich hintergründig. Das alles andere, ja, Hofberichterstattung würde ich nicht sagen, aber es ist einfach nur Geplapperei. Braucht man also sich so NTV und was in der Zeitung steht, warum Börsen gestiegen, gefallen, der Euro gestiegen, gefallen, das braucht man sich alles gar nicht anzuhören. Das sind Scheinkorrelationen. Ich weiß, wieso es funktioniert. Also die Lurche stehen erst vom Reuters und dann vor der Kamera. Was Reuters oder dpa oder sonst was vorgibt, das wird dann also praktisch als eigene Erkenntnis verkauft. Und das kann man also 10, 20, 30 Mal dann hören, sehen oder lesen. Aber das ist alles nur heiße Luft. Ich finde das zum Teil wirklich aberwitzig, was da also erzählt wird. Ich stehe vor dem Fernseher und lache mich tot. Also wenn da irgendjemand erzählt, die Leute sind in den sicheren Hafen US-Anleihen geflohen. Sie sind in den sicheren Hafen US-Anleihen geflohen. Also es war nicht witzig gemeint.
US-Anleihen bei 1,6% und was weiß ich, Amerika, weiß ja jeder, steht also fast so da wie Griechenland. Also, und dann habe ich geguckt, das war eine Meldung bei Reuters. Reuters hat das so erzählt. Naja, gut. Ja. Also, ich meine, wenn man sich wirklich informieren will, muss man sich schon etwas größere Mühe geben. Sollte man sich auf verschiedenen Blogs umsehen. Also, du leistest ja auch eine großartige Arbeit mit LarsSchall.com auf sehr hohem Niveau. Es ist auch schwierig, es ist eben nicht so einfach, den Durchblick zu gewinnen. Da ist niemand, der auf dem Präsentierteller dir sagt, so und so sind die Fakten. Das muss man sich alles auch so ein bisschen selbst erkämpfen. Ja, würdest du das vielleicht auch ein wenig so zuspitzen, was bei Reuters und dergleichen, sagen wir Bloomberg, nicht vorkommt? Das existiert praktisch gar nicht? Das sowieso. Wenn es bei Reuters nicht gemeldet wird, dann existiert es nicht. Zumindest nicht im Mainstream. Soweit ich weiß, ist Bloomberg ein bisschen besser. Wir sind doch ein bisschen kritischer. Also natürlich nicht generell, aber hier und da kann man da wohl auch sehr, sehr interessante Sachen lesen, die aber natürlich auch nicht vorne gefeatured werden. Also es ist schwierig, hier den Durchblick zu erhalten und in der täglichen Berichterstattung und so weiter. Also das kann man meines Erachtens komplett vergessen. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar: Wie kann man effektiv nicht nur übers Web politisch Heimatlose in Europa organisieren? Die Betonung liegt auf effektiv und nicht nur im Internet. Das wäre meines Erachtens ein Brainstorming. Da wäre fruchtbar ein Brainstorming. Tja, also was sind politisch Heimatlose? Bin ich, bist du politisch heimatlos? Also ich meine, erstmal muss man die Politik natürlich, also was ist überhaupt Politik? Ist es das, was im Bundestag oder in Washington im Kongress gemacht wird? Also ich glaube, man sollte sich davon verabschieden und man sollte sich eine eigene Philosophie vom Leben machen und in Zusammenarbeit und im Gespräch mit Freunden oder mit Starkschwingern, mit Leuten, die wirklich Ahnung haben, darüber sprechen. Also ich glaube, am Ende ist man immer irgendwie politisch heimatlos, wenn man also klardenkend ist, weil man eben diese politischen Phrasen überhaupt nicht mehr ertragen kann. Und da sollte man so kleine Selbsthilfegruppen beim besten gründen oder kleine Klüppchen und sich ein-, zweimal im Monat treffen und da bestimmte Dinge eben besprechen. Ja, nicht umsonst sagte der von mir sehr geschätzte geniale Musiker Frank Zappa einmal, dass Politik das Showbusiness für hässliche Leute sei. Tja, gut. Ja, aber man kann ja, aber ich kann ja Politik schon als eine Inszenierung analysieren. Das lässt Politikwissenschaft durchaus als legitim zu. Tja, also, was wollen Sie? Sie wollen die Leute ruhig stellen mit irgendwelchen blöden Versprechungen, die sie auf Pump verkaufen und keine Ahnung. Also ich glaube, den echten, den ganz ehrlichen Politiker, den gibt es überhaupt nicht. Wenn ich die EU beispielsweise sehe mit ihrem Glühbirnenverbot und was weiß ich was alles. Das sind alles korrupte Gestalten, die nur darauf warten, einen schönen lukrativen Auftrag in der Industrie zu bekommen und in der Zwischenzeit in der Politik buckeln und das durchsetzen, was die Industrie möchte. Und insofern haben wir hier also wirklich ein ganz, ganz merkwürdiges System. Sag mal, wie ist denn das, wenn man so Kritiker der EU oder auch des Euro ist, ist man dann gleichzeitig ein Feind Europas? Tja, das wollen sie einem gerne in die Schuhe schieben, ne? Aber ist man das wirklich? Das ist ja Quatsch. Ich meine, wenn man sieht, wie der Euro entstanden ist, wie Professor Hankel immer sagt, den ich ja von Anfang an begleitet habe, der Euro ist ein Spaltpilz für Europa. Und das sehen wir ja aktuell auch, Griechenland, Italien, Frankreich, demnächst auch, Spanien und so weiter. Da muss man sich ja wundern, warum es überhaupt noch so ruhig ist, wenn es in Spanien 26% Arbeitslosenquote gibt. Ich meine, wer ist denn das dann schuld? In den Augen der Südländer sind es doch die bösen Deutschen, die das Portemonnaie nicht aufmachen. All diese Probleme haben wir durch diesen Euro bekommen. Auf der anderen Seite, naja gut, das stecken wir schon mal drin, ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Es wird ja bis zum bitteren Ende durchgezogen und jeden Tag und jede Stunde wird es schlimmer. Man hätte viel, viel früher aussteigen müssen. Wir haben es ja auch immer propagiert, aber es hat ja niemand auf uns gehört. Wie es jetzt weitergehen soll, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt hier mit dem Zug mit voller Wucht, ähnlich wie mit diesem Zugunglück in Spanien, gegen die Wand fahren. Ja? Und dann ist alles am Arsch und dann werden die Karten neu gemischt. Aber das wird hart, das wird wirklich hart. Ich meine, wir leben in einem System, dass man sich kapitalistisch nennt, dass sich freie Marktwirtschaft
schimpft und so weiter. Und nichts von dem ist übrig. Was wir haben, ist eine Art von Sozialismus, Kommunismus. Ich kenne ja noch die UdSSR und die DDR sehr genau. Ich war auch oft drüben. Und da war es genauso. Man wusste, dass das System nicht funktioniert. Man hat aber jeden Tag in den Zeitungen von neuen Planerfüllungen und von neuen tollen Taten gelesen, warum alles so super ist und so weiter, bis es dann am Ende zerbrach. Und so ähnlich ist es eben auch mit dem Euro. Hier lesen wir jeden Tag neu irgendwelche Durchhalteparolen, aber die meisten Leute wissen, auch diejenigen, die das Geldsystem nicht begreifen, wissen, dass das Ding also voller Riss und Bruchstellen ist und nur notdürftig gekittet und geknickt wird. Also letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass das ganze Euro-Experiment dann kaputt ist, wenn Deutschland zahlungsunfähig ist. Der Punkt wird meines Erachtens in 3-4 Jahren erreicht. Wir haben ja für jeden Staat irgendwie so ein Zinslevel, von dem aus man sagen kann, dass er dann pleite ist, weil einfach die Zinsen nicht mehr bezahlt werden können. Übrigens auch das ist eine Auswirkung des zinsbasierten Geldsystems. In Deutschland, sagt man, sind wir bei 5% durch. Wenn die Zinsen auf 5% steigen oder 6, dann ist der Staat nicht mehr in der Lage, die Zinszahlung zu leisten. In Japan übrigens, ganz interessant, da haben wir aktuell ja ein Zinsniveau, ein manipuliertes Zinsniveau, muss man jetzt immer sagen, es sind ja keine freien Marktkräfte mehr, ist alles manipuliert. In Japan haben wir ein Zinsniveau bei 10-Jährigen von 0,8%. Und wenn die Zinsen in Japan auf 1,6% steigen, ist Japan pleite. Weil Japan jetzt schon 40% seines Haushalts für Zinszahlungen bereitstellt. Und wenn sich die Zinsen also verdoppeln, also wenn sie auf 1,6% gehen sollten, dann müssten sie dann 80% des Haushalts für Zinszahlungen ausgeben. Und dass das nicht funktionieren kann, das weiß ja jeder. Aber dieses Schicksal, das steht jedem einzelnen Staat und steht dem gesamten System noch bevor. Insofern ist die Euro-Krise auch ein schöner Lehrmeister. Denn in diesem Geldsystem zerbrechen natürlich als erstes die Schwachen, die dann kein Vertrauen mehr haben oder denen man kein Geld mehr gibt oder nur noch Geld zu hohen Zins setzen. Und dann ist das Spiel aus. Angefangen hat es mit Griechenland. Es ging dann weiter über Portugal, Irland, Spanien. Und der nächste Kandidat ist dann Italien. Und dann kommt Frankreich und dann ist sowieso durch. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, die sich mir stellt. Nehmen wir mal an, auf dich käme man zu von Politik und dem Finanzbereich und würde fragen, na, Herr Moos, wie sollen wir es denn anders machen? Es geht nicht anders. Wir können jetzt nur weitermachen. Also ist es tatsächlich alternativlos? Ja, es ist tatsächlich alternativlos. In dem Moment, wo du es anders machst, brichst du das System, bricht die Matrix, in der wir leben, bricht all das, wofür die Menschen hier gelebt haben und was ihnen wichtig ist. Und sei es nur Haribo oder Gummibärchen oder ihre Flatscreens oder sonst was. Brechen die Lebenslinien, brechen die Logistikketten. Wenn dieses Geldsystem zerbricht, kommt die Schraube nicht mehr aus China, die du für die Melkerei in Deutschland auf so einem riesigen, dreckigen Bauernhof brauchst, wo 1000 Kühe auf dem Laufband stehen und hochelektronisch und vollautomatisch gemolken werden. Da gibt es keine Milch mehr, da gibt es gar nichts mehr. Das ist das Problem. Das ist auch das Dilemma, in dem wir stecken. Ja, ich hatte gerade hier noch eine Frage mir durchgelesen, aber da müsstest du jetzt noch sehr viel vorher lesen, um die beantworten zu können. Insofern verschiebe ich die und gehe mal auf die nächste Frage, das besagte, wann kommt die neue Wirtschaftsordnung? Ja, wann soll sie kommen? Ich meine, wenn das System zerbricht, werden wir irgendeine neue Ordnung bekommen nach einem wie auch immer gearteten Zerfall. Ich befürchte allerdings, dass das dann so mehr so Nordkorea-Style werden wird, also die totale Staatswirtschaft und Planwirtschaft und sonst was und freie Marktwirtschaft, Kapitalismus, pipapo, wird es dann erstmal nicht mehr geben, weil es dann genauso wie beim Sozialismus heißt, ja, es hat ja nicht funktioniert, haben wir ja gesehen. Dann habe ich hier ein wenig den Eindruck, die Barbara hätte glaube ich, liegt ein wenig nahe, dass das gewissen Leuten in den Kram passt, dass das hier alles zusammenbricht. Das höre ich immer wieder. Das sind also meines Erachtens Verschwörungstheorien. Ich kann dir wirklich sagen, ich meine, ich habe ja alle möglichen Leute schon getroffen und bin also wie ein Irrer um die Welt gejettet, um diesen Problem auf den Grund zu gehen, um zu gucken, ob es Kräfte gibt, die dieses System kontrollieren, pipapo. Also ich habe sie bis jetzt nicht gefunden.
Also, dass da Leute wirklich jetzt wollen, dass das System zusammenbricht, kann ich mir nicht vorstellen. Schon allein aus diesem Grund, weil es dann nicht mehr steuerbar ist. Was ist denn dann übrig, außer ein Haufen Chaos, Anarchie und Schrott? Also wir sehen es ja schon jetzt in Ägypten und am arabischen Frühling. Wenn aufgrund eines Zusammenbruchs des Geldsystems politische Instabilitäten hereinkommen, dann nutzt mir das gar nichts mehr, dass es dann zusammengebrochen ist. Insofern kann dann am Ende auch gar keiner profitieren. Und ich glaube auch nicht, dass das aus diesem Grunde, dass es irgendwie Leute gibt, die darauf hinarbeiten, dass es zusammenbricht. Was man aber jetzt als Außenstehender meinen könnte, ist, wenn ich mir das alles so angucke und diese einzelnen Puzzleteilchen zusammenstelle und auch sehe, dass die Krise immer schlimmer wird, dann könnte ich ja zu der Annahme gelangen, da steckt irgendwie ein System dahinter, da steckt irgendjemand dahinter, der das so steuert. Aber diesen Eindruck habe ich nicht. Ja. Jetzt haben wir dich ja hier ein wenig als Geldphilosophen angekündigt und da habe ich mal zwei Sachen rausgesucht, auf die ich dich ansprechen möchte. Das hat etwas zu tun mit Gott und Geld. Wir nennen die Sendung ja auch über Gott und die Welt. Und zwar hat der deutsche Philosoph Georg Simmel, den ich sehr schätze, im Jahre 1900 die These aufgestellt, dass das Geld der heutige Gott sei. Und ein halbes Jahrhundert vorher hat mein Lieblingsdeutscher Heinrich Heine gesagt oder gefragt, besteht nun die heutige Religion in der Geldwerdung Gottes oder in der Gottwerdung des Geldes? Was möchtest du dazu mal sagen? Sie besteht in der Gottwerdung des Geldes. Alle Leute, die ja so schlau sind und sagen, ja, Religionen, Christentum, Islam und so, alles Quatsch, wissen gar nicht, dass sie selber einen viel größeren Gott verehren. Das ist nämlich ihr Konto und das ist das Geld. Sie glauben an etwas, was gar nicht existiert. Und das ist bei den anderen Religionen ja genauso. Und das Schöne ist ja noch, dass bei der Geldordnung mit den gleichen Parametern gearbeitet wird wie bei einer Religion. Man spricht zum Beispiel von Schuld. Man spricht von Erlös, wenn man irgendwie Guthaben einlöst etc. Man spricht von Schein. Also wenn man sich die Geldordnung mal anguckt, hat das also einen durch und durch religiösen Charakter. Und es muss auch einen religiösen Charakter haben, weil ja alle dran glauben müssen. Sonst funktioniert die ganze Religion ja nicht. Das ist die Religion des Geldes, die Religion des Glaubens. Man glaubt daran, Gläubige. Ja? Diese ganzen Parameter in dieser Geldordnung sind an die Religion angelehnt. Und wir glauben an etwas, was eigentlich gar nicht existiert. Wir glauben, dass der Geldschein in der Tasche einen abstrakten inneren Wert hat. Und das hat er definitiv nicht. Deshalb ist die Geldsystem und die Geldordnung einer der verrücktesten Religionen, die es überhaupt gibt, wo ich mir die Frage stelle, dass irgendwelche schlauen Philosophen und Wissenschaftler nicht schon viel früher auf die Idee gekommen sind, dieses Mal in Frage zu stellen. Ja, dann geht Georg Simmel auch davon aus, dass das Selbstwertgefühl des Menschen, des modernen Menschen, sehr stark vom Gelde abhängt. Habe ich kein Geld, bin ich auch nichts. Ja, das ist ja das Traurige an der ganzen Geschichte, dass die Leute sich über Geld definieren. Ich war ja jetzt auch in Saint-Tropez, wie man ja vielleicht bei mir nachlesen konnte, auf MNews, wer es nicht gemacht hat, sollte mal den Bericht unter Reisen nachlesen. Die Leute definieren sich durchs Geld, durch die Yacht, durch die Millionen, durch die Häuser, durch die Autos und so weiter. Und das ist eine vollkommene Pervertierung des Lebens. Ich meine, ich definiere mich ja natürlich nicht durch das Geldkonto, sondern durch meine Gedanken, durch mein Sein, durch meine Existenz, durch mein Drängen, durch mein Fragen, durch meinen Charakter. Aber sicherlich nicht durch das Geld. Aber das ist eben wie bei allen Religionen so, Geld ist der Gott und für die meisten Menschen, die eben nichts sind, ist das Geld dann das Wichtigste. Aber irgendwann werden sie feststellen, dass das alles auf sehr dünnem Eis beruht und wenn dieses Eis bricht, dann werden sie feststellen, dass sie in sehr kaltes Wasser fallen und sich wahrscheinlich kaum noch retten können. Ja, also es läuft wieder auf das Alte hinaus, haben und sein. Was ist besser oder was ist... viele Leute definieren sich über das, was sie haben und nicht über das, was sie sind. Ja, ich meine, wer das nicht kapiert hat und vor allen Dingen diese Lektion in seinem Leben nicht kapiert hat. Ich meine, das sind auch Prozesse. Ich war auch nicht immer so, wie ich jetzt bin. Also 10 Jahre früher war ich mehr ein Haben-Typ. Ja, und war auch ein Geldtyp, gebe ich offen zu.
und dachte immer mehr Geld und so weiter. Aber das ist irgendwann wie eine Pubertät, wie eine späte Pubertät. Irgendwann muss man erkennen, dass das Blödsinn ist, dass es Wichtigeres gibt. Man muss ja Geld jetzt nicht ganz außer Acht lassen, weil es ja unser tägliches Leben auch irgendwo bestimmt, weil man beim Bäcker seine Brötchen kaufen muss und so weiter. Aber alles nur wegen des Geldes zu tun, ist vollkommen sinnlos und sein Leben fürs Geld auszurichten. Also Dinge zu tun, nur wegen des Geldes, das ist das Dümmste, was man machen kann. Aber gut, die meisten Leute machen es so. Und sie werden irgendwann dann mit der bitteren Realität konfrontiert, dass dann ihr Tun völlig sinnlos sein wird oder war, nämlich in dem Moment, wo das Geld selbst wertlos wird. Ja, zur Denkerdrehung, zur Reflexion über Haben und Sein kann man ja mal zu einem gleichnamigen Werk von Erich Fromm greifen. Das lohnt sich eigentlich immer. Eine andere Sache, die einem ja auffällt, und ich weiß, du siehst das auch sehr, sehr kritisch, ist die Reduzierung des Menschen als der Verbraucher. Furchtbar. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn ich dieses Wort höre, werde ich wahnsinnig. Ja? The consumer, der Konsument, der Verbraucher verbraucht nicht mehr. Allein schon dieser perverse Begriff Verbrauchen. Ich meine, ich habe mich ja mit Evolution beschäftigt, auch in einem meiner Bücher übrigens. Dieser Planet, der lebt nicht vom Verbrauch. Das ist totaler Schwachsinn. Es gibt Kooperationen, es gibt Wiederverwertung, aber es gibt keinen Verbrauch. Wer dieses Wort in den Mund nimmt, ohne auch darüber nachzudenken, der ist für mich schon ein perverser Wahnsinniger, weil was wollen wir denn verbrauchen auf diesem Planeten? Was wird verbraucht? Wir verbrauchen unsere eigene Existenz, unser eigenes Leben oder sonst irgendwas. Es tut einem weh, wenn man das hört, dass ein Mensch kein Mensch ist, sondern nur noch ein Verbraucher, der irgendwie ins Warenhaus springt und irgendwelche Dinge kaufen soll. Und man hört das auch immer wieder in der Werbung, Shopping. Das Leben besteht aus Shopping, aus Einkaufen, Einkaufsvergnügen und so weiter. Das sind doch all diese hohlen, dreckigen Teile, die Menschen am Ende unglücklich machen. Deshalb sind sie ja auch alle beim Psychiater und so weiter. Ja, und deswegen haben wir auch Konsumtempel. Ja, also, das ist ja auch ein Wort. Also ich meine, das ist ja auch alles systembedingt. Dieses System lebt ja vom Verbrauch und er braucht Verbraucher. Die Wirtschaftssubjekte sind nur Verbraucher und diese Verbraucher sind keine Menschen, sie sind eben Verbraucher und dafür gibt es Verbraucherzentralen. Wenn der Verbraucher also ein Problem hat, geht er zur Verbraucherzentrale. Also es ist alles irgendwie wahnsinnig, aber wir werden es auch nicht mehr ändern können. Soll es so sein, am Ende werden wir sehen, wo es hinführt. Ja, du gehst halt davon aus, dass es zum Währungscrash kommt, so heißt auch dein jüngstes Buch, wo du ein wenig nachzeichnest, wie du eigentlich sozusagen zum Golde gekommen bist. Das ist ja nicht über Nacht gekommen. Welcher Überlegungsprozess fand da statt bei dir, dass du zum Freunde des Goldes wurdest? Naja, ich war früher auch umgeben von kritischen Geistern und die haben mir irgendwas vom Geldsystem und vom Zinssystem erzählt und so weiter, dass das irgendwann zusammenbricht. Da habe ich gesagt, die sind alle verrückt, das sind alles wahnsinnige, irre Verschwörer und sonst was. Bis ich mich dann selbst damit beschäftigt habe und festgestellt habe, wie wir schon im ganzen Gespräch gesagt haben, das Geld ist eine Illusion. Und diese Illusion wird irgendwann aufgehen. Dann werden alle merken, dass es eine Illusion war. Und dann ist dieses Geld wertlos. Was also tun? Am besten ist natürlich ausgeben, wie auch Professor Hankel immer sagt, ein paar Menschen beglücken, die es vielleicht brauchen könnten, unterstützen, aber auch eben ein paar Goldtaler oder ein paar Silbertaler kaufen, um aus dieser Scheinwelt des Geldes zu entfliehen, weil Gold kann einem keiner mehr abnehmen, es sei denn, der Staat kommt vorbei und nimmt es dir weg. Kann auch passieren. Aber da habe ich erkannt, dass also Gold neben einigen anderen Dingen, wenn man jetzt ein bisschen Knete hat, das Einzige ist, was am Ende übrig bleibt. Ob man dann damit was anfangen kann, weil viele Leute sagen, ja, Gold kann man nicht essen. Ja, einen 500-Euro-Schein kann man auch nicht essen. Aber immerhin kann man damit später noch den Ofen anzünden. Also das weiß ich auch nicht, ob man später für sein Gold irgendwie noch Brötchen kriegt oder sonst was. Aber man hat auf jeden Fall einen Wert, der, wie die Geschichte gezeigt hat, über 6000 Jahre funktioniert hat, seitdem es Tauschwirtschaft nämlich gibt. Und warum soll das in den nächsten Tausenden von Jahren denn anders sein? Und ich glaube fest daran,
wenn das Währungssystem und dieser Währungscrash, der Geldcrash kommt, dass man, wenn man dann was anderes einführt, natürlich den Leuten klar machen muss, dass es auch irgendwo einen Wert hat. Und das kann man eben nur über einen wie auch immer gearteten Goldstandard. Ja. Und da wird Gold also wieder völlig neu aufblühen, meines Erachtens. Ich befürchte aber, dass es ein Goldverbot geben wird und dass der böse Staat den Menschen dann ihr Gold und Silber, Silber wahrscheinlich nicht, aber das Gold einfach wegnehmen wird. So ist es ja in Amerika auch passiert, in 1933. Ja, gut. Wer sich dafür interessiert, was du zum Golde zu sagen hast und überhaupt in letzter Zeit, was du voraussiehst, der kann dann das Buch kaufen. Das ist erschienen im Börsenbuchverlag Michael Morse, der Währungscrash kommt. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den weiteren Lebensweg geben? Also ich finde ganz wichtig, dass man positiv denkt, dass man seine eigenen Träume lebt, dass man sich nicht von äußeren Einflüssen beeinflussen lässt, bändigen lässt oder sonst was. Ich glaube, das Wichtigste in jedem Leben ist herauszufinden, was man wirklich möchte und wo sein persönlicher Wunsch liegt. Das ist ein Prozess, der kann manchmal ziemlich lange dauern, weil wir werden ja als Kinder nicht als solche erzogen, dass wir sagen, was wollen wir wirklich von dem Leben? Sondern das heißt ja immer, du musst das und das tun, du musst Zahnarzt werden oder studieren oder Autotechniker. Nein, 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 keiner muss irgendetwas, sondern er soll erstmal in aller Ruhe gucken, was er wirklich möchte. Sei es so abstrus, wie es sein mag. Also Maler, Bildhauer, Künstler oder sonst was, Schriftsteller. Es gibt nichts Verrücktes, was man nicht wollen kann. Und dem muss man nachgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dem muss man nachgehen, da muss man festhalten. Man darf sich nicht mit negativen Killerphrasen umgeben, so wie so Gedanken, das wird nichts. Man darf sich nicht mit Leuten umgeben, die einen ständig die Suppe spucken und sagen, das wird nichts. Was habe ich alles erlebt, was meine Leute erzählt haben, meine Eltern, pipapo, Umgebung, was alles nichts wird. Und trotzdem ist bei mir aus mir irgendwas geworden. Erstaunen sie bis heute noch. Also wichtig ist, dass man an seiner Vision, an seinen Träumen festhält und seinen Traum lebt, unabhängig vom Geld. Und meine These ist immer, das Geld, wenn man es denn braucht, kommt am Ende ganz von selbst. Aber am Anfang steht das, was du wirklich vom Leben willst. Und das solltest du anstreben. Und die schwierigste Situation und das Schwierigste überhaupt ist, es erst einmal festzustellen, was man wirklich möchte. Denn die meisten Leute sind ja so zerstreut und von diesem System so kaputt gemacht worden, die sehen ja nur noch Geld, Geld, Geld und die wissen ja gar nicht, die sind ja wie Computer oder wie Roboter, die wissen ja gar nicht mehr, was sie wollen. Und ich glaube, da aus diesem Teufelskreis sollte man sich dann befreien und mal gucken, was man wirklich möchte. Und nochmal, wenn du weißt, dass du morgen stirbst, musst du dich heute fragen, was du alles verändern würdest oder verändert hättest. Und wenn es da Dinge gibt, die zu verändern sind, dann musst du sie jetzt verändern. Okay, Michael, ich danke dir dafür. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Sendung angelangt. Und wir hören jetzt als Rausschmeißer von dem Dichter Lars Schall das Gedicht Heute Nachrichten. Bitte. Heute, da die Nachrichten zu jedem Erdling reisen und mit nie gekannter Geschwindigkeit die Welt umkreisen, da wir auf Norderney wieder unseren Urlaub verbringen, nachdem wir in Guadalajara die Vögel bereits hörten singen, da der Mensch mehr kann, als er beherrscht und versteht und die rasende Zeit in einen Zustand des Stillstands übergeht. Da manch einer sich fragt, wohin mit all den Milliarden, während andere Zeitgenossen die viel profaneren Sorgen plagen. Da wir so viel wissen könnten wie keine Generation zuvor und doch so bildungsarm sind gleich dem ärmsten Tor. Kleine Kinder verschwinden, nur um tot wieder aufzutauchen, indes sich Erwachsene en masse das bisschen Verstand wegsaufen. Da wir schädlichsten Einfluss auf das Klima nehmen und uns nach einer Deus Ex Machina sehnen. Da man nicht mehr zu sagen vermag, die Erde wird ewig bestehen, sofern sie noch heute kann in atomarem Feuer vergehen. Heute lass ich es bewenden mit dem Gedichte schreiben, vielleicht wird mich das weniger Denken zum Glück verleiten.